So, Zimmerkontrolle. Aha. Ein Buch mit dem Titel Fröhliche Lieder für fröhliche Mädchen. Gna Gna Gnobold, ein traditionelles Volkslied aus Kliergefeld. Nur zu singen, nein, ich werde nicht singen. Gni Gna Gnobold, so klein und auch so pummelig. Gni Gna Gnobold, manchmal traurig, manchmal grummelig. Kramvoller Gnobold, Säuertöpfchen, Grimm. Was? Sauertöpfchen, grimmiger Gnobold, Hitzköpfchen. Wer wird denn so garstig sein? Gnobold, lass die Sonne rein. Gni Gna Gnobold, Gni Gna Gnobold. Alter, why? ein goldiger Gürtel. Ein bisschen mehr Charme. Ach, nee, nicht interessant. Was, jetzt mal ganz ehrlich, was genau macht Charme eigentlich? Kann mir das einer sagen? Weil echt good to know. Also alle anderen Stats sagen mir irgendwas. Stärke ist klar, Flinkheit und sowas, aber was zur Hölle macht Charme? Ein Buch mit dem Titel Hassliebe, Skandal auf dem Schulhof. Auf dem verwildeten Feld hinter der Schule spielte der Wind mit Emilys eng um den Hals geschlungenen roten Schal und zerzauste ihr goldbraunes Haar. In ihren Augen loderte kaum verborgene Wut. Schließlich erschien Mathilda. Die beiden Mädchen schauten sich an. Der Stängel einer unreifen Kirsche ragte aus Mathildas Mund. Du hast dir Zeit gelassen, Emily, rief sie unwirsch mit rauer Stimme. Mit vollem Mund spricht man nicht, Mathilda, blaffte Emily zurück. Du weißt, dass ich dich hasse. Du willst mich doch jetzt nicht verärgern, oder? Mathilda grinste boshaft und spuckte den Kirschkern hoch in die Luft, sodass er in einem Bogen wieder hinabfiel. Da erkannte Emily, dass das Auftreffen des Kerns den Beginn einer schicksalsträchtigen letzten Kampfes zwischen diesen beiden langjährigen Rivalinnen markieren würde. Fortsetzung folgt. Wird Emily überleben? Was wird aus Mathilda? Lies die verblüffende Auflösung in der nächsten Ausgabe. Das Lebewohl des scharlachroten Schals. Alter, ist ja besser als jeder Tatort. Junge, Junge, da geht's ab. Zimmerkontrolle. Wer hätte gedacht, wir finden hier eine Mini-Medaille. Ja, ja, die hat einer von den Mädchen hier versteckt. Das werde ich petzen gehen. Aber sowas von. Wir machen hier mal einen großen Bogen rum. Guten Tag. Ich bin Klopfelia, Chefredakteurin des Schulblatts. Le Minimonde, wo man das nicht unbedingt vermuten würde, wenn man dieses ganz, ganz, ganz große Lücken im schwarzen Brett sieht. Ich hatte die diesmonatige Ausgabe gerade erst dort angebracht, als sie vom Wind erfasst und aus dem Fenster geweht wurde. Und obendrein, drein, hatte sie ein brandneues Format. So sogar die lang erwartete Kolumne Chere Cherie. Drin. Ratschläge für Leute in Liebesnöten von Madame Cherie persönlich. Wolltet ihr euch etwa selbst Rat holen? Es tut mir leid, aber es würde viel zu lange dauern, das Schulblatt neu zu drucken. Ich habe daher beschlossen, die diesmonatige Ausgabe zu vergessen und mit der Arbeit an der nächsten zu beginnen. Wenn ihr die Kolumne von Madame Cherie unbedingt lesen wollt, müsst ihr euch auf die Jagd nach dem einzig existierenden Exemplar begeben. Es ist in Richtung des Horrorhorsts geweht worden. Ich würde darauf wetten, dass ein freundliches Monster das Blatt dort an einem Schild festgemacht hat. Wie ich auf so eine Idee komme? Ihr stellt Fragen, weil es ein Meisterwerk war. Selbst das böseste Monster würde dies erkennen und es mit der ganzen Welt teilen wollen. Alter, bei dem hängt die Festplatte, wenn er redet. Oder er ist Hobby-DJ. Man munkelt. Haar ist wunderschön und diese großen blauen Augen. Oh, ich würde so gerne noch ein wenig länger mit euch plaudern, aber dann könnte meine Freundin hier eifersüchtig werden. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst irgendwo. Tschüss erstmal, mein Hübscher. Oh, also, ich stelle mich da gern dazwischen. Das ist kein Problem, ja? Du kannst gehen hier, ich habe hier schon einen krassen Fanclub. Hey, rate mal, woran ich gerade denke. Denkst du an diese Feen, die du unten im Garten gesehen hast? Oder vielleicht stellst du dir vor, wie es wohl wäre, auf einen Ball in Heliodor zu tanzen? Bitte, mach keine Witze. Du weißt doch genau, wenn ich dir in die Augen schaue, kann ich an nichts anderes denken. Oh mein Gott, Alter. Du alter Kindskopf.
Ah ja. Yeah. Ich lass das mal unkommentiert. Holla, mein Lieber. Trainiere, um so zu werden wie mein Idol. Ein ganz fantastisch maskierter Arena-Kämpfer namens Silverado. Ich kann seine lässige Sprechweise und die dramatischen Gesten, die er drauf hat, schon recht gut nachahmen. Aber eins habe ich bisher noch nicht kopieren können, nämlich seine athletische Statur. Noch nicht. Ja, okay. Oh, eine Ranke. Ja, wie viel es hier gibt. Das ist eine ziemlich große Akademie. Also die lernen hier halt wirklich krass, wie sie Goldmedaillen aufheben, ne? Neuern. Das sind ziemlich viele Bücher. Oh, nice. Wir lernen ein schickes Outfit, eine schicke Weste und einen goldigen Gürtel. Mehr davon. Rezepte immer. Ein Titel, ein Buch mit dem Titel Die maximale magnifique Idee des König Charlemagne. Charlemagne. Lange bevor der Medaillenkönig den Thron bestieg, lebte er schon ausschließlich für seine Mini-Medaillen und interessierte sich nur dafür, möglichst viele seiner kleinen goldenen Freunde zu sammeln. Doch alles änderte sich, als er seine neugeborene Tochter in den Arm hielt. Plötzlich lag ihm das Glück eines anderen Menschen am Herzen und für das kleine Mädchen wollte er nur das Beste. 3 Tage und Nächte zerbrach er sich den Kopf darüber, wie er es schaffen könnte, dass aus der Prinzessin eine weise, anmutige und wunderschöne Frau würde, die Mini-Medaillen ebenso sehr liebte wie er. Als er am Morgen des 4. Tages seine täglichen, speziell auf das Finden von Mini-Medaillen zugeschnittenen Übungen machte, hatte er eine Idee. »Hurrika«, rief er, »ich gründe eine Schule, in der junge Damen von Wunder der Mini-Medaillen erfahren. Dies war die Geburtsstunde der Akademie des Medaillen.« Die sind alle verrückt hier. Allesamt in ganz Erdria sind alle verrückt. Ein Buch mit dem Titel Die 7 Wunder der Akademie der Medaillen. Das 7. Wunder, die mysteriöse Rose im Fenster, eine bei einem schrecklichen Unfall ums Leben gekommene Schülerin. Diese gespenstische Erscheinung einst eine Schülerin der Akademie ist nicht nur dazu verdammt, in unserer Welt zu verweilen, sondern auch an genau dem Ort, an dem sie ihren Führer tot gefunden hat. Sie erscheint in den Studiersälen und ist nie irgendwo anders zu sehen. Ihr schwermütiges Gesicht starrt an kalten und einsamen Abenden aus dem Fenster. Doch niemand weiß, worauf sie ihren Blick heftet. Vielleicht träumt sie noch von ihrem Abschluss, den sie nie erreichen wird, und der Gelegenheit, hinaus in die große, weite Welt zu ziehen. Machen wir eine Lesestunde hier. Was? Das Großmutter am Jackpot. Ah ja. Klasse. Perfekte Picknicks für Mademoiselle und Monster. Die auf Monstern reiten. What? Warum gibt es das? Oh. Das Ross eines Schädelreiters ist schnell, doch nicht in dem Maße, dass der Magen des Reiters nicht vor Erreichen des Ziels zu knurren beginnt. Das weiß jeder, der schon mal auf einem Monster geritten ist. Deswegen nehme ich immer ein herzhaftes Mal mit, wenn ich die Welt auf dem Rücken eines Monsters erkunde. 2 große belegte Brote und eine Kanne Kaffee mit 3 Stück Zucker und reichlich Milch. Das perfekte Picknick für Reisende. Das kann ich mir dann bei Zeiten schmecken lassen, mich zurücklehnen und zufrieden die Welt beobachten. Klingt gut. Jawoll. Wir lernen einen Stern der Klarheit, eine Halskette der Immunität, einen Vollmondkollier, ein klingendes Kollier, ein Philantrophen-Anhänger, ein Reif der Wahrheit, ein Schutzanhänger, ein Annullieramulett, eine Breschenkette, ein Schmetterlingsanhänger herstellen, klar. Ich nehme mal an, jedes Amulett gegen irgendwas an Zuständen, das eine gegen Gift, das andere gegen Lähmung, das nächste gegen Schlaf und so weiter und so weiter. Schulverzeichnis des letzten Jahres. Zu finden ist eine List mit allerlei seltenen und wundersamen Namen. Da fehlt ein E. Eine List T. Bug Report. Gefolgt von dem Hinweis, dass das Verzeichnis für das nächste Schuljahr bald zusammengestellt wird.
bin der größte Bücherwurm der Akademie. Ich habe jedes einzelne Werk in dieser Bibliothek gelesen, von vorne bis hinten. Falls ihr auf der Suche nach interessantem Lesestoff seid, kann ich euch, es ist bald alles weg, was glänzt, wärmstens empfehlen. Es handelt von dem Paradiesvogel, der in dem Tal, das im Osten lebt. Wird wahrscheinlich dieses hier sein. Ja. Tief im Osten der Champ Sauvage, hoch droben im Gebirge, liegt ein abgelegenes Tal. Die Hiesigen nennen es den Horrorhorst, denn hier nistet der fürchterlichste aller fliegenden Unholde, der Paradiesvogel. Wie viele seiner kleineren, vogelartigen Vettern zeichnet sich dieser flatterig durch ein krankhaftes Interesse an Gegenständen aus, die funkeln und glitzern. Überall sucht er nach solchen Schätzen. Ah, das wird der Dude werden, den wir besiegen müssen, um an dieses komische Magazin dran zu kommen. Der ungeheuerlichste Vorfall, der sein diebisches Verhalten bezeugt, trug sich vor nicht allzu langer Zeit zu, als nämlich ein besonders aggressives Exemplar ein ganz in der Nähe gelegenes Herrenhaus überfiel. Die Bestie riss hierbei sogar ein Loch in das Dach des Gebäudes und verschwand mit einer großen silbernen Kugel. Nevermind, oder wir müssen es besiegen, um eine weitere Kugel zu finden. Im kostbarsten Erbstück der Adelsfamilie, die dort lebte. Man vermutete, das Monster hätte die Kugel vom Horst gebracht, doch eine Expedition dorthin kehrte niemals zurück. Vermutlich wird man weder den Trupp noch den verlorenen Schatz je wiedersehen. Alles klar. Hallo, ich heiße Conchella, bin ein Muschelslime. Wenn ich jemand fragt, was einen Fuß, aber keine Beine hat, lautet die Antwort, ich liebe gute Rätsel. Ich falle gerade noch an einen meiner bisher kniffligsten Rätsel, die den Kopf richtig qualmen lassen. Sobald sie fertig sind, fordere ich euch zu einem fürstlichen Denkwettbewerb heraus. Alles klar, bin ready. Ich muss gestehen, ich habe einen leichten Putzhimmel. Ich halte die Korridore blitzsauber, aber die Bibliothek ist so dunkel und staubig, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Die Bücher sind bestimmt sehr wertvoll. Unsere Schule ist ja schließlich auch ziemlich gut, aber die sind alle so muffig und modrig und uralt. Aber für ein Abenteurer wie euch wären sie bestimmt eine wahre Goldgrube an nützlichen Informationen, wenn ihr den Gestank aushalten könnt. Na, haben wir schon hinter uns. Das hier ist... Ach. Meine Goldgrube, Alter, was ist... What the fuck? Ich will an die Schränke. In Akademieuniform. Und einen Blitzbrocken. Aber ich will an die Schränke, Mann. Können wir nicht die Stühle hier... Nein! Verdammte Axt. Außerdem steigert die Chance, Schätze zu finden. Perfekt. Genau das brauche ich. Wer braucht schon Robbe der Ruhe? Wenn ich Schätze finden kann. Kann jemand anders haben? Nicht wirklich. So. Haben wir gleich ein Ründchen hinter uns? Alter, das ist noch eine Quest! Junge, was ist... Nee, das ist die gleiche Quest, nevermind. Nevermind, ich bin done. Aber hier ist doch noch... Warte mal. Ah, nee, das ist das. Nee, schon gut. Ich bin nicht im Korridor rumgerannt, ehrlich. Ich bin nur ziemlich schnell entlang spaziert. Wisst ihr denn nicht, was das etwas völlig anderes ist? Ja. Erwischt habe ich dich. Herzlich willkommen in der Akademie. Ich bin Madame Augustine, unterrichte ich schon seit 40 Jahren. Ich kann die vielen Mädchen nicht mehr zählen, die in diesen heiligen Allen gelernt haben. So viele glückliche Tage und ich dachte, sie würden ewig werden. Aber meine alten Knochen, sie fangen langsam an zu knacken. Auch ich werde nicht mehr lange hier verweilen können. Oh, das kommt ab und an. Oh. Entschuldigung, wollte den Unterricht nicht stören. Alter, wird das denn gemalt? Junge, dafür gibt's nur eins. Das sieht ja insane aus. Wer auch immer das war, das gibt eine Eins. Ich werde eure Lehrerin so lange bequatschen, bis das eine Eins gibt. Hört zu, Mädchen, ihr dürft auf gar keinen Fall in den Orast.
den Horrorort betreten. Der gesamte Pfad, der nach Osten führt, ist strikt der Meerintrige. Es ist verboten, dorthin zu gehen. Ein grausamer und gieriger Paradiesvogel herrscht über jenes Tal. Erblickt dieser gefiederte Gauner etwas Glitzerndes, dann krallt er es sich, tut es zu und bringt es nach Hause in sein Nest. Sollte er das Leuchten in euren wunderschönen, kugelrunden Augen sehen, Mädchen, in diesen Globus brillant, würde dies gewiss für kostbare Juwelen halten und sie euch ausreißen. Wenn ihr nicht glauben wollt, dass dieser Ort so schlimm ist, gibt es da ein Buch in der Bibliothek, dem ihr alle grauenvolle Details entnehmen könnt. Ihr solltet das lesen, und zwar von vorne bis hinten. Ich weiß ja nicht, ob das so der Stoff für kleine Mädchen ist, aber hey. Kein Naturtalent wie manche von den anderen Mädchen. Ich habe wirklich sehr, sehr hart gearbeitet, um es auf dieser Schule zu schaffen. Ich meine, ein Blick auf die Uniform hat gereicht. Nichts hätte mich davon abhalten können, herzukommen. Ist einfach zu schick. Legendäre Wolfgang Joppe erzählt. Der legendäre Wolfgang Joppe hat sie entworfen. Alter, muss los. Wenn ich meinen Abschluss in der Tasche habe, werde ich in seinem Studio arbeiten, mich vom Meister höchstpersönlich ausbilden lassen und zur größten Modedesignerin werden, die diese Welt je gesehen hat. Ja, viel Glück bei Joppe. Madame Baton-Unterricht ist so langweilig. Alle Fragen, die sie uns stellt, sind kinderleicht. Wie sollt ihr das wohl nicht verübeln? Für ein Genie wie mich ist einem alles einfach. Meine ersten Worte waren sämtliche Strophen des Edwin-Lieds, und zwar in... Was? Alt-Erdrianisch? Natürlich war ich damals noch ein Baby, also kann ich mich nicht daran erinnern, es vorgetragen zu haben. Und der Liedtext ist mir auch entfallen, aber es ist wirklich so passiert. Ich hasse solche Menschen. Oh, ich bin was Besseres als ihr. Oh, hallo. Ich bin Carla, der Chef der Klasse. Meine Aufgabe ist es, mich um die anderen Mädchen zu kümmern und ein Auge auf sie zu haben. Aber sie machen mir das wirklich nicht einfach. Die junge Livia zum Beispiel. Erst kürzlich ist ihr ein Paradiesvogel aufgefallen, der eine silberne Kugel in den Krallen hatte. Und da hat sie doch tatsächlich den Entschluss gefasst, ihm nachzujagen. Wenn sie ihm bis zum Horrorhaus gefolgt wäre, dann hätten wir sie womöglich nie wieder gesehen. Aber wenn ich bloß daran denke, läuft es mir kalt den Rücken runter. Ich bin Chloe. Das ist meine Schwester Cleo. Wir sind eineiige Zwillinge. Wenn ihr je Schwierigkeiten haben solltet, uns auseinanderzuhalten, gibt es da eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr müsst euch nur merken, dass Cleo die Clevere und Chloe das Kamel. Alles klar. Oder was andersrum? Jetzt habe ich es selber vergessen, welche ist. Ich bin Cleo. Das ist meine Schwester Chloe. Wir sind eineiige Zwillinge. Wusstet ihr, dass Zwillinge besondere Kräfte besitzen? Wir wissen jederzeit, was die andere gerade denkt, ohne dass diese auch nur ein Wort sagen muss. Mutter sagt, das liegt daran, dass wir uns dasselbe Blatt auf Yggdrasils Zweig teilen. Wir können noch nicht so weit voneinander entfernt sein. Unsere Seelen sind sich immer nahe. Alter, sie ratzt erstmal im Unterricht. Was ist mit dir? Das Nase plötzlich mit einem unangenehm blumigen Duft erfüllt. Bonjour, Monsieur. Ich heiße Camille de la Mose. Gefällt euch mein Parfüm? Alle meine Freundinnen in der Schule sagen, ich sei der wohlrechnendste Wiedergänger, dem sie je begegnet sind. Ja! Okay, muss los. War schön, mit euch zu reden. Meine Großmutter ist eine berühmte Botanikerin. Das bedeutet, dass sie Pflanzen studiert. Als kleines Mädchen ist sie auch an der Akademie gewesen, genau wie ich. Sie hat mir erzählt, dass dieser Baum die Erinnerung von Yggdrasil aufbewahrt. Aber ich bin nie dahinter gekommen, was genau sie damit eigentlich gemeint hat. Bevor ich meinen Abschluss mache, werde ich herausfinden, was daran so besonders ist, damit auch ich Botanikerin werden kann, so wie Großmutter. Dann schauen wir doch mal nach. Was da? Was? Was ist das? Ich kann mir hier alle Cutscenes angucken? Sehe ich das richtig? Ich kann mir alle Cutscenes angucken. Das ist ja richtig Pock.
Alles klar. Nice. Good to know. So, aber jetzt, weswegen wir eigentlich hier sind. Neben dem Looten natürlich. Mate, du hattest hier eine Mini-Medaille in deinem Büro. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber hätte man vielleicht mal nachgucken können. Ah, there you are. Now, you must allow me to introduce myself properly. I am Maxime Medaille. And this is my humble establishment, l'Académie de notre maître des médailles, a school in which miniature ladies bloom into beautiful full-grown flowers. As part of the education, we encourage our pupils to journey through all the lands of Edrea and to gather the maximum number of mini medals they can find. As they hunt for medals, they immerse themselves in the cultures of the world and acquire at least a minimum of, how you say, savoir-faire. But every so often, a born medal hunter comes along. I sense this in you. I see the most maximally adroit medal detector of my career before me. Ja, deine Augen trügen dich nicht. Genau der bin ich. However, there is one miniature problem. The academy is for young girls and young girls alone. Sadly, I cannot offer you a place here. Das ist kein Problem, ich mache das freiberuflich. Gib mir einfach Stuff für die Mini-Medaillen und gut ist. But does this mean I will allow such potential maximal to remain untapped? No! By the power vested in me, I hereby enroll you as an honorary member of l'Académie de notre maître des médailles! Nun zu den Formalitäten. Als erstes solltet ihr das hier an euch nehmen, euer ganz persönliches Medaillenalbum. Wow, was sagt ihr da? Ihr habt in der Mini-Medaillenbörse von Puerto Valo bereits ein Medaillenalbum erhalten? Ich wusste es doch, es war unbuhr Idee, dort eine Filiale zu eröffnen. Ich habe sie angewiesen, fähigen Abenteuern Alben zu erreichen, in der Hoffnung auf einen maximal begabten Medaillensammler zu stoßen. Und jetzt habe ich euch gewunden. Nun, da ihr Ehrenschüler der Akademie seid, kann ich euch Zugang zum Komplettpaket gewähren, das der Elite unter den Medaillendirektoren vorbehalten ist. Schattet mir euer Album auf maximale Kapazität zu erweitern. Ja, bitte! Do it! Dankeschön! Wie jede Mini-Medaille, die ihr mir bringt, werde ich das Album mit einem Stempel von minimaler Größe versehen. Und je mehr Stempel ihr sammelt, desto maximaler wird die Prächtigkeit eurer Belohnung ausfallen. Und nun geht, junger Mann, eure Mission, die maximale Anzahl an Mini-Medaillen zusammen, hat eben offiziell begonnen. Sucht sie, sammelt sie ein und bringt sie zu mir. Ja, ich habe tausende davon. 14 Stück. Ja, komm, Stempel ab, mein Sohn. Bam, 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 bam. Ja. Haben wir schon. Egal, nehmen wir mit. Weiter. Stempel, mein Sohn. Königs neue Kleider. Wir lernen, eine Krone von Eschenburg und ein Eschenburger Livre herzustellen. Und weiter stempeln. Klasse. Eine Falkenklinge. Nee, die haben wir schon.